Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Ich habe mir direkt hier einen Gegner gesucht. Bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich hoffe bloß, dass ich nicht am Anfang gleich wieder Gegentor kassiere und keinen Elfmeter kassiere, weil das muss echt nicht sein. Das Team ist schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. England-Team. Bis auf Jovetic. Muss ich mal schauen, was da so rumkommt jetzt. Auf jeden Fall will ich unbedingt verhindern, dass ich gleich wieder am Anfang ein Gegentor kassiere, weil das muss echt nicht sein. Das heißt eine weil weitere Niederlage in der und zweiten sind Minute in der schon wieder ein Gegentor, das ist echt mega ätzend. Ups, das wollte ich gar nicht, dass ich den da so leicht hergebe. Watmore. Komm, Kalou. Nein! Was hab ich denn für ein Pech? Nein, da habe ich die Chance, das frühe Tor zu machen. Dritte Minute und dann geht er an die Latte. Das kann es doch nicht sein. Castro. Nochmal Kalou. Nein, schon wieder Latte. Was ist das denn? Ist ja unglaublich. Das kann es doch nicht sein. Jetzt kommt nochmal Latte oder was? Ich würde so lachen. Nein, da kommt er gar nicht dran, aber. Was war denn das gerade eben schon wieder? Zweimal Latte und dann nochmal Parade Joe Hart. Ich glaube, er hat Joe Hart im Tor. Bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube. Ups. Mach den dicht, gut. Ups, den wollte ich gar nicht so spielen. Und jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Na, Walcott ist einfach zu schnell. Weg damit, deiner steht nur Rafinha. Ja, genau, er trifft natürlich. Was ist denn das? Kein frühes Gegentor. Ja, ich habe die Chance, 2 zu machen, aber natürlich, ich treffe wieder nicht, der Gegner trifft wieder. Genau. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. So, jetzt können wir das ist doch einfach mal wieder mega unfair. Zweimal Kalou und die Latte. Klar, Jovetic, 8. Minute, kein Problem. Der trifft natürlich. Watmore. Castro. Kalou. Hat ihn noch. Go, Watmore. Schön rumgedreht. Da kommt. Ah, der kommt zum Torwart. Castro hergekommen, aber. Die Frage wäre, ob er da dran gekommen wäre, weil Castro ist ja jetzt nicht der Größte. Und auch nicht der Kopfballstärkste. Dann gegen den Innenverteidiger. Ist die Frage. Ja, Traoré bleibt auch hängen. Walcott. Ich muss hinten aufpassen, weil er ist so schnell mit Walcott da außen. Ach nein, nicht schon wieder. Jetzt muss ich aufpassen, dass er nicht wieder flankt. Zum Glück so eine schlechte Flanke. Da was, wieso Eckball? Ich war doch gar nicht mehr dran. Das kann doch nicht sein. Wehe, der trifft jetzt. Weg damit. Gut. Nein, 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 nein. Das sieht der Torwart, der war eindeutig zu schlecht. Deutlich über seinen Kasten geht. Und das regt mich schon wieder auf, dass er natürlich mit Jovetic trifft. Und ja, ich mit Kalou natürlich wieder nur die Latte treffe. Das ist echt eine Mega-Sauerei. Es kommt jetzt Kalou, quer, Castro, rein damit. Nicht sein Ernst. Pfosten. Was? Und dann fällt Castro hin. Nein. Nicht euer Ernst. Erst Castro haut ihn vom Tor weg. Kalou an den Pfosten. Nein. Und dann fliegt Castro hin. Nein. Alter, was ich schon wieder für Chancen habe, das kann doch nicht sein. Und wer trifft jetzt schon wieder? Zum Glück nicht. Ich fasse es nicht. Ich habe Chancen. Und dann wieder so Chancen, die wieder so dumm nicht reingehen. Und er macht natürlich wieder sofort zum Abseits, wenn er daran geht. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist weg nicht damit. Die ganz große Aufgabe. Das kann doch echt nicht sein. Der war ein bisschen doof gespielt für mir. Osman. Aber das kann doch nicht sein. Der kommt so schön quer und Castro schiebt ihn dann quasi wieder am Tor vorbei. Aber Kalou hatte ihn ja dann wieder und dann ging er an Pfosten. Ich hatte schon wieder zweimal Latte und einmal Pfosten und einmal quasi wieder das Kontertor. Das dann über die schnelle Walcott außen Bahn und dann Flanke und Jovetic Kopfballtor. Osman. Ah. Glenn Johnson.
sag gar nichts mehr dazu, das nervt jetzt schon wieder. Ja, wenn der reingegangen wäre, hätte ich ja gelacht, das wäre ein bisschen arg billig gewesen. Kalou wieder gegen alle. Kommt er da durch? Ja, komm Kalou. Eine mit. Nein, Joe Hart hat ihn. Nein. Kalou, warum? Ich drück extra noch so zur Seite und er schießt genau Joe Hart ab. Komm Kalou. Bei mir geht echt alles über Kalou. Nein. So trickreich und dann doch so misslungen. Ja, es hätte so. Das gibt's doch echt nicht, was ich für Chancen habe, jedes Mal durch. Ich könnte schon 4-5 Tore gemacht haben, auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, die Zahl, aber die Chancen waren auf jeden Fall da. Zumindest für eine Führung. Hätte es gereicht. Na. Ja, komm. Hasch ihn noch. Castro. Schieß. Ah, Joe Hart hat auch den. Das war keine Selbstverständlichkeit. Ja, das ist ja echt eins. Und schon wieder Eckball. Sauerei kann man das vielleicht nicht nennen, aber es nervt halt mega. Wenn meine Chancen wieder nicht genutzt werden und dann Salomon Kalou. Mein Gegner wieder trifft. Dante. Castro. Das war ein bisschen arg doof, glaube ich, den da so hoch reinzuspielen, wenn da alle Innenverteidiger drin stehen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Kontertor kassiere. Rode hat ihn, sehr gut. Und Watmore kann jetzt Tempo nach vorne machen. Man bedenke, der Junge ist ein Bronzespieler. Komm Kalou. Und wieder knapp drüber, das gibt's doch nicht, wie viele Chancen Kalou hat. Das ist einfach nicht zu machen für ihn. Und entweder er kommt nicht dran oder wird so gedrückt, dass es halt dann daneben geht. Oder ich habe so viel Pech und er landet wieder an der Latte. Das ist echt mega bitter. Also finde ich, ups, das wollte ich nicht so machen. Aber das ist, muss ich sagen, für mich ziemlich bitter, wenn ich die Chancen habe und dann stattdessen Tore kassiere, anstatt welche zu machen. Das ist echt. Ja, da ist echt er ja schlimm. Fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht. Ups, und es war hab ich wichtig, den angeschossen. Ja, Kalou, komm. Ja, jetzt und. Nein! Nein! Schieß Bulut! Nein! Schon wieder den Pfosten! Das ist doch nicht wahr! Zweimal Latte, zweimal Pfosten in einem Spiel. Wie viel Pech habe ich denn? Mal davon abgesehen von dem Schuss von Bulut, aber der von Kalou, das kann doch nicht sein. Schon wieder den Pfosten getroffen. Das ist doch unglaublich. Also ich würde mal sagen, ohne jetzt hier irgendwie angeben zu wollen oder so, aber ich bin überlegen. Aber ich mache meine Chancen nicht, das ist mein Problem. Und das war es auch schon nicht nur in diesem Part, sondern schon öfters. Wie ihr wisst. Und Salomon ja. Kalou. Na, bisschen verzettelt. Komm jetzt Castro. Ja. Er wird einfach mal so weggeblockt, dass er sich hier umdreht. Er ist zu billig. Den da so drüber zu spielen, den habe ich. Aber das kann's nicht sein. Was für Chancen ich hab. Das kann so nicht sein. Zweimal Pfosten, zweimal Latte, dann einmal knapp daneben, dann zwei oder dreimal drüber. Das ist doch unglaublich. Ich habe so einen Chancenüberfluss quasi. Und zudem, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, oben links 80% angekommene Pässe, also auch eine ziemlich gute Passstatistik. Ja, ich dachte, er geht weiter mit. Ja gut, er ist ja noch dabei. Traoré, jetzt komm. Auf Kalou, rein damit jetzt. Und jetzt ist Halbzeit. Ist doch unglaublich. Da 11 zu 4 Schüsse, 6 zu 2 Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe. Höhere Schussgenauigkeit, höhere Passgenauigkeit. Aber was bringt's mir? Ich habe kein Tor gemacht. Ach ja.
So schön, es ist bitter, aber es könnte auch noch was draus werden, wenn die Bälle da mal reingehen. Hoffentlich auch in Durchgang 2. Muss ich jetzt gucken, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Bin ich mal gespannt drauf. Aber das ist echt... Ich finde es zumindest ziemlich unfair. Warum hat er jetzt Einwurf? Weiß nicht. John Terry. Wilshere. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Kalou. Komm, Kalou. Jetzt rein damit. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Das kann der Schiri normalerweise nicht. Nein. Nicht sein Ernst. Jetzt pfeift er da Freistoß. Was ist denn das? Das ist ja unglaublich. Was geht denn hier in dem Spiel schief? Das kann so nicht sein. Zweimal Pfosten, zweimal Latte. Keine Ahnung, wie oft drüber. Dann ist er drin. Klar. Natürlich war es ein Foul. Das kann doch nicht sein. Was ist denn bei dem Spiel schief? Das war Abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen Abseits. Mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt kommt wieder Kalou. Bleibt hängen. Osman. Ja. Da war Kalou doch durch. Das war doch gar nichts. Er hat sich nur den Ball geholt. Und dann wäre ich vorm Tor gewesen, ganz frei. Und dann wieder sowas. Da fragt man sich dann echt. Ja, und jetzt gibt dem. Zum Glück Abstoß, nicht Eck. So, da kommt nochmal die verpasste Chance von ihm. Ist doch unglaublich. Pfeife da am 5 Meter Raum Freistoß. Castro. Ah. Legt er sich da einen Weg. Walcott. Fußball und nicht Rumliegeball. Salomon Kalou. Castro verliert auch den Ball wieder, hat ihn aber wieder. Nein, es läuft Kalou ihm in den Weg. Komm, komm, Kalou. Na, oh, schade. Kieran Gibbs. Stark, Rafinha. Ja, jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich nochmal eine Chance kriege und die dann auch nutze. Jovetic. Dass wir hier wenigstens einen Punkt holen, wenn es schon nicht drei werden. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Komm, Kalou. Ja, Achtung, Kalou, komm, komm, komm. Schieß. Das gibt's doch nicht. Zunächst. Wie viele Bälle will der denn noch halten? Jetzt komm. Kalou. Nein, da ist der Ball schon wieder weg. Ist doch unglaublich. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Dante. Das gibt's doch nicht. Joe Hart. Was macht er denn jetzt? Zeitspielchen da hinten rum oder was? Ja, komm, 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 Rode. Ja, egal. Da wollte er mich verarschen und dann und Zeit schinden und dann habe ich das Tor gemacht. Ja, Mann. Kann auch sein, dass er Freistoß pfeift. Da habe ich ihn da richtig geil abgekräht. Lol. Starkes Tor, oder? Das ist das klassische Abschluss. Da habe ich das perfekte Grätschen-Timing erwischt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Tor mehr kassiere. Und dann ist nach vorne vielleicht noch was drin. Dann könnten es wieder drei Punkte werden. Komm, Kalou. Geh ab. Schade. Der eine Innenverteidiger im Weg. Wenn der noch weiter vorne stehen bleibt, dann bin ich ganz alleine wieder durch. Dann ist aber immer noch die Frage, ob das was wird. Komm, Watmore. Jetzt rein damit. Zu Castro, ja, der kommt nicht dran, ich muss dann auf Kalou die Flanke spielen. Hey! Ja klar gibt es Freistoß. Sauerei hier. Gibt's doch nicht. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. So, die Frage. Die besagt, kein Team hat wirklich einen Vorteil. Kalou,
Nein, ich wollte eigentlich, dass Kalou verlängert auf Castro. Dann hätte es nämlich was werden können. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Tolle Flanke. Abgefälschter Ball und im Aus. Ja, das gibt einen Eckball. Nein. Das gibt's doch nicht. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, meine ich, für den Keeper ist da gar nichts. Schon wieder ein Kopfball gegen Tor. Das kann doch nicht sein. Situationen zu arbeiten. Hier. Ja, ich hab's gesehen. Es reicht, danke. Lass ich meinen Jubel jetzt auch laufen, wenn er mich damit provozieren will. Mein Gott. Ja, komm. Alter, jetzt. Das ist mal wieder minimal ärgerlich. Hallo? Da kann man mal rote Karte ziehen hier. Ich war da schon längst vorbei und er hackt mich voll um, hat die gelbe auf jeden Fall, bitte. Ja, es war nicht von hinten rein, also nicht rot, aber gelb auf jeden Fall, wenn es so daran geht. Das ist ja unglaublich. Nein! Den hat der auch? Was will der denn noch alles halten? Komm, Dante. Nein. Gibt's doch nicht. Dante. Dann hat er den Kopfball von Traoré. Der von Dante kommt erst gar nicht an. Schon wieder. Das war Terry schon wieder. Der fliegt jetzt wahrscheinlich vom Platz. Nein, es war nicht Terry, okay. Drei ist. Jovetic. Ja. Sah gerade nur so vom Körperbau so ein bisschen so aus. Ach, war schlecht. Der sollte zu Traoré, aber da kann man ja nicht an, wie ihr gesehen habt. Komm, Janschke. Na, jetzt ist die Mitte offen, aber da kommt Dante. Blockt schön. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Die beiden Innenverteidiger rennen sich selber im Haufen. Ja, Janschke und Dante. Das war überragend stark. Ihr habt uns quasi die Chance auf den Unentschieden, die noch da war, die minimale Chance auf den Unentschieden, habt ihr uns gerade versaut, indem ihr euch gegenseitig über den Haufen gerannt habt und den Ball kurz vorm 5-Meter-Raum habt liegen lassen. Aber ganz ehrlich, überrascht kommt ich frag mich dann wieder, das erste Tor war wieder so bitter, das zweite Kopfballtor war okay, aber das Tor war jetzt wieder richtig bitter und Joe Hart, ja klar, der feuert sich. Aber ich will gar nicht wissen, was hat er mit dem gemacht, der hat alles gehalten. Scheiß Joe Hart, wenn ich nicht mal gerade Pfosten oder Latte getroffen habe. Ja, ich check's einfach nicht, warum schon wieder Pfosten oder Latte, das geht doch echt nicht. Vielleicht gibt es noch das 3-2 wenigstens. Ja, weiß ja nicht. Vielleicht. Castro. Rafinha. Und Kalou. Und gut. Ich wollte es probieren, weil wenn ich wieder durchlaufe, dann ist er wieder weg. Deswegen habe ich es einfach mal probiert. Wie gut war der oder wie schlecht. Na, ein Ticken zu hoch. Ansonsten wäre er gar nicht mal so schlecht gewesen. Aber ich muss sagen, ich fand mein Tor das Schönste, wo ich Joe Hart einfach mal so mit Rode abgegrätscht habe. Dass der Ball dann quasi fast schon von alleine ins Tor rein ist und ich ihn dann noch voll hab reinschieben können. Das fand ich mega witzig.
gut, ja, nicht so. 5 Minuten Nachspielzeit, aber das bringt mir auch nichts mehr. Selbst sollte ich jetzt noch ein Tor machen. Aber ich glaube, die Tendenz ist im Moment eher, dass ich noch eins kassiere, weil irgendwie, ich will nicht sagen, die Luft ist raus, aber minimal ist das gerade ein bisschen im Eimer. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Ja, da waren plötzlich einfach zu viele blaue Spieler rund um Traoré rum. Klasse Zuspiel. Na, Budut kommt um einen Schritt nicht dran. Schade eigentlich. Wäre eine super Position gewesen. Ja, da habe ich mich falsch rumgedreht. Jovetic. Ja, das ist echt mega Pech. Also, ihr könnt jetzt nicht sagen, dass es irgendwie an mir lag. Ich habe zweimal den Pfosten, zweimal die Latte getroffen. Ich würde mal sagen, das ist einfach nur richtig fett Pech. Aber was will man machen? Es ist, wie es ist. Und man kann es jetzt nicht mehr ändern, weil der Schiri hat jetzt abgepfiffen. So ist es halt. Ja. Ich will meine Lattentreffer eigentlich nicht mehr sehen, weil das regt mich bloß auf. Wir kümmern uns noch kurz um unser Team. Was da an Verträgen oder so nötig ist, mal gucken. Wir brauchen zweimal Fitness, einmal Verträge und einmal Heilung. Haben wir vielleicht noch Verträge? Ja, haben wir aber plus 99, ich weiß nicht. Eigentlich egal, weil Dante, denke ich, habe ich jetzt noch ein bisschen länger. Dann hat er jetzt halt 99 Verträge. Das heißt, wir brauchen eine Heilung für was? Gucken. Bein 1 und zweimal Fitness dazu. Nein, nicht so. So und so, und dann können wir das zuweisen, dann noch eine Heilung kaufen für Rafinha. Rode braucht eine und Castro eine Fitnesskarte. So, ansonsten sieht das Ganze noch ziemlich gut aus. Und ja, wenn ich das so mache, ist nicht gut. Ich muss einfach hier 250 habe ich ja noch. Und dann hier einfach auf alle. Und dann gucken, dass ich Bein 1 irgendwo finde. Oder alle Verletzungen 1. Das ist aber alles nur Kopf. Sollte ich nichts finden, muss Rafinha halt im Notfall, ja, so wie es aussieht, ein Spiel Pause machen. Und wen haben wir da? Tuati könnte, nein, ist der Rechtsverteidiger. Gargan, nein, Eboué, dann spielt Eboué. Nächstes Spiel einfach mal, und Rafinha wird mal zwangspausiert. Dann haben wir jetzt aber noch Geld übrig. Die Frage ist, ob wir für 250 noch einen Spieler kriegen. Muss ich mal gucken. Ups. So, von Bundesliga, rechtes Mittelfeld, Qualität lassen wir mal egal. Es gibt keinen, okay. Wie sieht das Ganze so aus? Eigner, okay, wäre gar nicht mal so schlecht. Können wir uns bloß nicht leisten. Mal gucken. Gibt es da dann noch so? Schmied, Verinja, Ajrovic, Harnik, Stindl ist da noch. Ja, das guckt man dann, wenn wir wieder Geld haben.
Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.